Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League. Es ist aktuell Double XP Wochenende plus Double Painted Gedöns. Und da habe ich mir gedacht, machen wir dort glatt nochmal ein paar Kisten auf und hoffen, dass wir ein paar schöne Sachen rausziehen. Es werden die neuen Wildheitkisten, die ich mittlerweile habe, auch dank der Anne, danke. Und den Rest tun wir einfach ein paar Kiste nach Spielerwahl aufmachen. So, ja, Schlüssel habe ich gekauft, genau. 40 Kisten werden es insgesamt und schauen wir mal, ob wir ein bisschen mehr Glück haben. Und vielleicht ein paar schöne Sachen rausziehen. Abgesehen von diesen Aufkleber, vielleicht kriegt man ja ein paar gepaintete Aufkleber. Schauen wir mal. Ach schade, ich habe jetzt... Ey, lackiert. Sieht aus wie Stand. Ist bestimmt blau. Okay, ich habe gedacht, jetzt gibt's vielleicht gleich mal das Auto. Das Auto habe ich immer noch nicht. Und ich will es so gern. Okay, sehr selten. Ah, die Lackierung. Ich mache wieder so hintereinander weg. Brauchen wir halt irgendwas in die Länge ziehen. Zack, komm, noch 4 Kisten davon. Hast mindestens ein Auto mit dabei. Scheißdreck. Aber lackiert. Den Boost in grün. Ich schätze mal, es ist grün. Die Auslosung von Listen vom letzten Kistenopening wird jetzt auch die Tage kommen. Kam gerade nicht so dazu. Okay. Haben wir schon wieder nur eine Kiste? Ne, 2 noch. Okay. Kann das Auto noch mit dabei sein? Hier schon mal nicht. Ich bin doch gerade lenig. Ah, ich bin gespannt auf die Spielerballkisten. Da hat man ja das letzte Mal die... Okay. Nochmal so ein Aufkleber. Wir haben noch 3 Schlüssel. Sprich, 31 Spielerballkisten kann man aufmachen. Und das letzte Mal hat man ja die weißen Dragos drin. Ne? Die hätte ich noch gerne in einer anderen Farbe. Und natürlich Zombas. Und einen Jäger. Hätte ich auch noch gerne lackiert. Und es geht mit einem sehr seltenen lackierten... Nee, ach ja, die sehen ja standardmäßig gut aus. Okay. Chakram. Aber zertifiziert. Gefolgt von einem Perlmut-Aufkleber. Nochmal sehr selten. Oh yes. Die Zuhälter fegen in Birnsena. Kriegst gleich ohne raus. Ist nicht gerade der... Ich sag einfach braun. Das ist nicht gerade die schönste Farbe, muss ich sagen, aber habe ich noch nicht. Okay, Witzebuch. Nummer 26 Schlüssel. Weil haben wir die Hälfte erreicht. Ist lackiert. Kobaltblau oder was? Ah doch, könnte Kobalt. Ach, Kobalt sage ich. Himmelblau. Oh ja, aber Gaiden. Leider in der Standardfarbe. Gaiden auch immer noch sehr gern gefahrene Felgen von mir. Genau diese. Aber hey, da können wir dann wenigstens noch was hochtauschen, denke ich. Nochmal einsamer Wolf. Dann gib uns mal einen Import. Ja, gut. Ist ja geil, wenn dann einfach jedes Item gependelt wäre. Oh, Import. Das gefällt mir. Der Twinser in Rot. Ich mag ja, also Rot sieht immer sehr, sehr geil aus. Neben Weiß, Schwarz und den anderen Farben. Geil, schade, dass ich das Auto so selten fahre, aber in Rot hatte ich ihn, glaube ich, noch nicht. Ah, wo ist er? Ne, haben wir in Himmelblau, in Safrangelb, in Grau, in Orange und jetzt auch noch in Kaminrot. Na schön, war doch schon was Gescheites mit dabei. Wenn jetzt noch irgendwas Exotisches gepaintet kommt, dann wär's nicht schlecht. Nochmal einen lackierten Aufkleber.
Raider Felgen im Normal. Okay. Ja, den Aufkleber mag ich sehr gern. Gibt schon sehr lange. Ich glaube, da war mal eine Champions-Kiste drin. Gelb lackiert. Sag mal gelb. Sehr geil. Hab ich aber schon. Aber kann ich vielleicht mal zum Tauschen benutzen. Noch ein Import. Verdammt! Das war cool gewesen, der Jäger nochmal lackiert. Nummer 14 Schlüsse, beziehungsweise 15 mit dem, was man gerade öffnen, die Vision Aufkleber. Nicht nennenswert. Komm, wechsel die Felgen. Importjäger in Rot. Nein, in Normal. Ah ja, ein Jäger in Rot wäre auch geil. Rot und Weiß. Und ein Jäger in Rot. Nein, wird nicht. Aber ein Komet gepaintet in Kaminrot. Nein, in Orange. Ich weiß es nicht. Ich gucke mal kurz nach. Ach, in Braun. Den Weißen habe ich heute von der Anne bekommen. Und mal vielen Dank. Die Sammlung wird immer größer. Oh, nur 12 Schlüsse. Schade. Oh, nochmal ein Pop, jetzt läuft's ja. Oha. Auch den kann ich mal zum Tauschen benutzen. Nochmal ein Pop, ne, ich dachte schon. Auch wieder mal. Aber man merkt schon, dass es heute wieder passiert. Jetzt noch ein paar Exotik und dann ist alles schick. Schade. 9 Kisten noch. Da können noch 8 Black Nuggets drin sein und immer weiße Zombies. Okay, dann nicht. Lackiert. Sind völlig. Okay, das ist auch los. Schauen wir mal. Ja, jetzt sage ich Orange. Okay. Das weiß ich nicht. Noch 7 Kisten. Ich habe ein gutes Gefühl, dass noch was Schönes mit dabei ist. Eventuell ein Lucky Roll Jäger. Oh, die Gaten in Grau. Ah, die hab schon nicht. Sehr geil, die Welten. So, die letzten 4 Kisten. Jetzt kommt's nochmal drauf an. Nochmal ein sehr seltenes Item. Chakram in Kobaltblau. Auch sehr schön. Nochmal eine Aufkleberschale. Zack. So schnell sind wieder 40 Kisten weg. Oh, Reaper Faken in Lila. Cool. Ah, bleib bei Gelb. Schade. Jetzt gucken wir mal noch fix, was wir hochtauschen können. Und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Sortiert nach am neuesten. Ich hasse diese Sortierung, weil die nie funktioniert. So, fangen wir mal hier an. Ach. Zack. Erstmal nur die unlackierten. Das schwarz, das unlackiert. Okay, nochmal die Zuhälterfelgen. Nein, das war falsch. Warte mal, da kommen wir da hoch. Nee. Wo sind sie? Was sind jetzt? Warum sind sie jetzt zu komisch sortiert? Ja, verrückt.
Sorry, ich will das ja nicht künstlich in die Länge ziehen. Boah, das Inventar ist schon ziemlich groß geworden. Würde mich mal interessieren, wie viel Items ich mittlerweile insgesamt. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Unlackierte raushauen können. Das unlackiert. Dieser hier. Das. Danach lasse ich mal die Lackierten. Oh! In Pink. Ist okay, nehme ich mit. So, jetzt haben wir hier doch bestimmt auch nochmal die Chance. Den. Spencer. Unlackiert. Schade. So, grau unlackiert. Der ist auch nicht lackiert. Oh. Ja, warte mal. Jetzt müssen wir mal... Nee, selbst wenn ich nochmal einen Aufkleber hochtausche, nützt ja auch nichts. Gucken wir mal, ob wir hier noch was hochtauschen können. Wir hätten zweimal den Jäger. Den nehme ich wieder raus. Nochmal einen unlackierten. Oh ja, nochmal. Jetzt bin ich überfordert. Dann nehmen wir noch einen Twinser. Und noch einen Jäger. Und kriegen jetzt weiße Sambas. Schade. Nur zertifiziert. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Auslösung von den anderen Giveaway kommt die Tage. Und ich würde sagen, wir hören uns, sehen uns. Bis dahin. Tschüss.